Hallo ihr Lieben, Juhu von Guru und von Chris. Heute mit Pepsi Peeps. Ich habe gerade schon gesagt, was ist denn Pepsi Peeps? Sind da geschredderte Küken drin oder was? Pepsi Peeps, nicht zu verwechseln mit Peep, einer bekannten, spannenden Talkshow aus Deutschland, die moderiert wurde von Verona, damals noch Feldbusch und später sogar Nadel. Peep hieß es, lief auf RTL 2. Die erste Moderatorin war Amanda Lear. Das zu meiner Fernsehbildung und Peeps, jetzt zur Foodbildung. Peeps ist in den USA ist zu einem Marshmallow-Snack. Ist das sowas wie Poppers? Sogar Küken. Nein, das ist was vollkommen eine legale Süßigkeit. Okay. Und kein Meister Propper, kein Reinigungsmittel. Das ist Poppers. Nee. Genau, das ist ganz anders. Kein Reinigungsmittel. Also beide Sachen würde ich nicht zum Verzehr empfehlen unbedingt. Pepsi Peeps mit dem süßen Küken im Internet bestellt. Eine Pepsi mit Marshmallow-Geschmack. Und zwar mit dem Marshmallow-Geschmack von den Peeps! Abgefahren, oder? Artificial Marshmallow Flavored Cola. Pepsi Peeps. Wo manche dann sagen, würde jetzt mal richtig schlechter Wortwitz. Bei dir Peeps wohl. Das ist richtig schlecht. Okay. Oh, guck mal, auch hier haben wir wieder Glück gehabt, Christopher. Hier steht August irgendwas drauf. Ja. Ich glaube, es ist dieses Jahr. Mhm. Ja, nee, August. Ey, das ist krass. 14. August 23 steht hier drauf. Schenk ein, mein Junge. Gucken wir mal, es ist mit Zucker, eine Dose hat 100 Kalorien und das ist eine kleine Dose, 222 Milliliter. Wie viel hast du bezahlt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich war, glaube ich, im Angebot wegen dem kurzen MAD. Dann gucken wir mal. Das schmeckt süß, wahrscheinlich. Ja, wie riecht das? Ja, in den USA geht alles, ne? Alles so Geschmäcker betrifft und dann noch mit Zucker, das ist eine Kombination. Aber ganz ehrlich, lieber so als hier in Deutschland, wie wir alles verbieten. Ja, wo dann nochmal der Geschmack, gar kein Geschmack runtergeregelt wird, wo irgendwelche Stoffe rausgenommen Zucker, werden. Das wird ja in jedem Bereich alles verbieten. Wir haben hier stolze 26 Gramm Zucker auf die gesamte Dose, aber auch. 26 Gramm Zucker? Ehrlich, auf 222 Gramm. Also Liter quasi besteht 13 Gramm. Das ist ja wirklich quasi die komplette Packung voller Zucker. Ja, probieren wir mal. Krass. Boah, das ist krass pervers, ne? Boah, Alter, boah, ist das süß! Ach, das ist aber. Das ist schon extrem. Ich glaube, es ist die süßeste, extremste Cola, die ich je getrunken habe. Ich muss auch sagen, das schmeckt nicht mehr ganz. Boah, also ganz taufrisch schmeckt das auch nicht mehr. Ja, aber es hat immer noch. Aber es ist schon ein bisschen lasch, wenn das da jetzt noch richtig mit Koffein, also mit Kohlensäure wäre. Ach so. Also es ist schon so ein bisschen, du merkst schon, dass es ein bisschen älter ist, das Getränk. Das ist so ein bisschen schon runtergedribbelt. Ich habe es halt sehr schnell in dem Glas verloren. Vielleicht liegt es an meinem Geschirrspültabs. Aber probier mal aus der Dose. Da ist noch mehr Kohlensäure drin. Boah, das ist aber. Es ist, deswegen ist die Dose auch so klein. Kein Mensch kann mehr als, ein, als die Menge davon trinken. Stimmt, weil da ist schon ein bisschen mehr drin. Ja. Boah. Wenn du davon einen Liter trinkst. Crazy. Da kotzt du. Auf einer Skala von 1 bis 10, der Süßfaktor ist 3 Milliarden. Das ist echt mega. Das ist ja gar nicht aus dem Mund raus. Das ist ja wirklich, dass du Zucker trinkst. Über, also wirklich puren Zucker trinkst. Immer mit Zucker, Zucker, Zucker. Hilfe! Also vergesst alles, wo ihr dachtet in eurem Leben. Das war süß. Das war süß. Das ist sehr zuckrig und intensiv. Das ist definitiv das Süßeste. Also, und wir haben wirklich in den vergangenen 6, 7 Jahren, die wir uns alles getrunken. Wirklich sehr viel getrunken und sehr viel Süßes gegessen. Und er sowieso. Ja. Aber das ist eine harte Nummer gerade. Das stimmt. Boah. Was würdest du dem geben auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, weiß ich nicht. Wenn du es richtig süß magst, ist es eine 10. Aber, das stimmt. Aber so als erfrischendes Getränk bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also, Erfrischungsgetränk würde ich auch nicht einordnen. Aber als Süßigkeit ist es echt pervers geil. Deswegen gebe ich dem auch 9 Punkte im Maßen genießen. Das ist echt extrem. Es ist kein Kompromiss. Also ich kann das nicht als Getränk werten. Dann kriegst du 2 Punkte. Ja, nein, als Getränk geht also gar nicht. Als Getränk, das ist ja eher so ein Challenge-Ding für Instagram, TikTok, sowas, was wir jetzt machen. Aber das kannst du ja nicht als Lifestyle-Produkt auf kaufen. Auf keinen Fall und auf keinen Fall trinken, wenn man Durst hat, ja? Ja, das ist einfach zu viel Zucker, ihr Lieben. Alles klar, von mir gibt es 9 Punkte, aber es ist ein Zucker, warum Zucker, 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 Zucker pro Kuchen. Ach, weil es vielleicht doch ein bisschen zu extrem ist, vielleicht, ja. Aber du findest es schon gut, oder? Ja, ich finde es schon gut, aber keine 10, nee, keine 10. 9 tatsächlich. Ein bisschen zu extrem, aber 9. Ja, ich bin aber bei meinen 2 Punkten, weil ich es einfach nur als Getränk bewerte, was es am Ende auch ist. Ja. Aber also als Getränk, ja. Für mich ist es echt eine flüssige Süßigkeit. Ne? Aber ihr könnt euch auch Zucker einschmelzen und dann flüssig trinken. Aber ab nur eine Pepsi nochmal hier 3 Esslöffel Zucker rein. Oh! So, heute hast du mich wirklich gekillt. Zucker-Challenge, es reicht. Also, bin ich fertig. Wir machen Schluss für heute, ihr Lieben. Ihr könnt hier oben den Kanal abonnieren, ihr könnt auch Chris abonnieren auf TikTok oder Instagram. Die Show mit Chris.
Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüssi. Boah, ich kann nicht mal ein Schiss ans Wasser setzen mit dem Leckeren.